Leute, es ist Sonntag und ich fange heute mein neues Food Diary an. Das haben sich total viele von euch gewünscht. Und ich bin momentan auf einer Art Ernährungsumstellung, versuche wieder mehr Obst und Gemüse zu essen und halt weniger verarbeitetes Zeug und mehr frisch zu kochen. Und ja, ihr werdet ja in diesem Food Diary so sehen, wie sich das so, ja, ob das so klappt. Und ja, das ist heute mein Frühstück. Ich habe 2 Scheiben Brot. Das ist einfach so ein Sonnenblumenkern, Vollkornbrot mit ein bisschen Avocado, Salz und Pfeffer und halt Tomaten drauf. Das Brot muss auch immer schön getoastet sein, damit das auch ein bisschen crunchy ist und dann schmeckt das auch richtig lecker. Das ist jetzt heute mein erstes Mittagessen. Ja, das ist eine relativ kleine Portion, aber nach diesem Plan esse ich 5 kleine Mahlzeiten am Tag. Deswegen sind die Mahlzeiten an sich halt immer ein bisschen kleiner. Und zwar gibt es heute einfach Basmati-Reis mit einer Gemüsepfanne. Da habe ich einfach eine halbe Paprika mit einem großen Pilz und einer halben Zwiebel angebraten. Das Ganze dann lecker gewürzt. Und ja, dann habe ich das einfach so auf den Teller gegeben und ein bisschen Sojasauce drüber gegeben für ein bisschen mehr Geschmack. Und das ist jetzt mein Mittagessen, beziehungsweise nur mein erstes kleines Mittagessen. Denn in circa 2-3 Stunden, ich schätze eher in 2 Stunden, folgt dann mein nächstes kleines Mittagessen. Da ich manchmal von euch gefragt werde, welche Nahrungsergänzungsmittel ich nehme, dachte ich, zeige ich euch mal die 3, die ich regelmäßig oder auch manchmal nur teilweise nehme. Hier. Von Gero Methyl B12, das ist Vitamin B12, ist ganz wichtig, nehme ich jeden Tag eine Lutschpastille pro Tag. Dann habe ich von Taxofit und das Gesunde Plus, die beiden habe ich von DM und dieses Gero Methyl B12 habe ich bei Amazon bestellt und das ist im Peach-Geschmack. Aber ich hatte das davor in Zitrone und das fand ich ehrlich gesagt besser. Ja, dieses Taxofit und das Gesunde Plus habe ich beides von DM und nehme ich leider nicht jeden Tag. Ich sag mal so, ich nehme die so circa 3 bis 4 Mal die Woche und ja, das ist so, was ich nehme. Ich weiß nicht, wer sich da ein bisschen besser auskennt, kann mir ja mal Tipps geben. Was ich auch gehört habe, dass man diese Sachen immer direkt nach einer Mahlzeit nehmen soll, dann kann der Körper die besser aufnehmen. Deswegen, ja, als Tipp an euch, das sind so die 3, die ich nehme. Ich bin jetzt gerade am Kochen, wie ihr seht. Hier habe ich so Vollkorn, Weizennudeln am Kochen. Und hier habe ich schon das Gemüse geschnitten, was ich benutzen will. Und zwar werde ich so Art gebratene Nudeln machen. Dafür brauche ich natürlich noch Sojasauce. Und ja, das werde ich jetzt kochen. Aber da ich gerade so Hunger habe, werde ich jetzt noch ein Eiweißbrot mit diesem Enna-Bio Erdbeerfruchtaufstrich essen. Und dann, ja, werde ich euch gleich auf jeden Fall das Ergebnis zeigen. Ich hoffe, es wird schmecken. Das ist das Gemüse, was ich benutze. Ich glaube, ich gebe noch Brokkoli dazu. Habe ich nämlich auch noch im Kühlschrank. Seit Lauter weg ist, merke ich extrem, wie schnell Essen vergammelt. Deswegen muss ich mir jetzt immer Mühe geben, so frische Sachen so frühzeitig aufzuessen. Weil sonst ist das Essen immer von selber weggegangen, sozusagen. Und jetzt, ja, muss ich halt immer schauen. Werde ich die Nudeln kochen, das Gemüse anbraten, die Soßen dazugeben und dann lecker gebratene Nudeln essen. Und zwar ist das jetzt eine doppelte Portion von Nudeln. Ich koche jetzt direkt 100 Gramm Nudeln, aber für die gebratenen Nudeln werde ich nur 50 Gramm benutzen. Steht nämlich auch so im Plan. Deswegen koche ich jetzt einfach schon mal 50 Gramm Nudeln, dann vielleicht fürs heutige Abendessen oder für morgen dann fürs Mittagessen vor. Das ist jetzt heute mein zweites Mittagessen. Wie ihr seht, ist es noch heiß, frisch und lecker. Und zwar sind das einfach Vollkornnudeln bzw. Vollkornspaghetti, die ich gekocht habe. Dann habe ich Gemüse in einer Pfanne angebraten, habe dann die Nudeln dazugegeben, dann dazu Sriracha und Sojasauce dazugegeben, das Ganze gewürzt. Und das sind jetzt so meine gesunden gebratenen Nudeln. Die sind relativ ölfrei. Ich habe nur die Zwiebeln mit Öl angebraten. Und ansonsten gibt es dazu ein Wasser. Und das werde ich mir jetzt gönnen. Das ist jetzt so mein kleiner Snack für zwischendurch. Es ist jetzt 6 Uhr abends und ich habe heute ca. 800 Kalorien gegessen, was ziemlich wenig ist. Deswegen, um jetzt heute auf meine Kalorien zu kommen, esse ich jetzt noch dieses kleine Dessert, diesen kleinen Snack. Das sind ja einfach so ein paar Ananasstücke, die noch über sind. Und eine Banane esse ich noch. Es ist jetzt schon relativ spät. Es ist jetzt 9:15. Ich bin jetzt sogar schon bettfertig. Ich habe meine ganzen Hausaufgaben gemacht. Habe heute fleißig an meiner Facharbeit weitergeschrieben. Und ja, ich habe auch schon Zähne geputzt, bis mir dann eingefallen ist, dass ich ja noch was essen sollte.
Und zwar habe ich hier jetzt 50 Gramm Basmati-Reis mit Mais, Tomaten und ein paar Kidneybohnen. Ich bin echt kein Kidneybohnen-Fan und an sich würde ich es einfach lassen, sie zu essen und eine andere Eiweißquelle wählen, wie zum Beispiel Tofu. Aber ich habe momentan keinen Tofu zu Hause, den ich mag, deswegen taste ich mich langsam ran mit so ein paar Bohnen hier. Im Rezept steht so eine Dose Kidneybohnen und ich bin so, nein. Also wenn ich so ein bisschen Mais, ein bisschen Tomate, ein bisschen Reis und dann eine Bohne dazu nehme, dann finde ich es okay. Aber so viele Bohnen könnte ich nicht. Deswegen taste ich mich da langsam dran. Und das ist jetzt mein Abendessen. Ich werde jetzt für morgen mein Frühstück vorbereiten. Da wird es einfach Haferflockenbrei mit Beeren geben. Und zwar sind das so Overnight Oats. Ist sehr praktisch, wenn man was Schnelles für die Schule braucht. Und ja, das werde ich jetzt essen. Und dann würde ich sagen, bis morgen. So, das ist jetzt mein Frühstück. Das ist Haferflockenbrei mit Hafermilch, mit ein bisschen Leinsamen, mit ein paar Walnüssen und ein bisschen Agavendicksaft auf dran und oben drüber einfach eine Handvoll Beeren. Das nehme ich jetzt mit zur Schule und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich bin ein bisschen spät dran. Wer kennt's? Ich muss noch was reinpacken. Es ist Zeit für Mittagessen und ich hatte so keine Lust, mir was zu kochen. Deswegen esse ich jetzt einfach ein Sandwich und so habe ich hier zwei Brotscheiben. Auf diesem Sandwich ist Salat, Tomaten, Mais und als Soße habe ich vegane Mayonnaise. Da ich keinen Hummus mag, benutze ich immer diese vegane Mayo. Und das ist jetzt heute mein erstes Mittagessen. Das ist jetzt heute mein Pre-Workout-Snack. Ich esse einfach die Nudeln, die ich gestern noch mitgekocht habe, mit ein bisschen Tomatensauce. Ja, diese veganen Nuggets waren nicht auf dem Plan, aber ich hatte gerade so Bock auf die. Deswegen esse ich jetzt 4 von diesen veganen Nuggets dazu und trinke dazu ein Wasser und gehe dann wahrscheinlich in so ein, zwei Stündchen zum Sport. Dieses Proteinpuder mag ich sehr gerne. Das habe ich von NO3 auch zugeschickt bekommen. Und zwar ist das in dem Geschmack Schokolade. Zwar hat es auch anfangs einen leichten Stevia-Nachgeschmack, aber im Vergleich zu New Woman's Best Proteinpudern schmeckt dieses Proteinpuder echt gut. Und sonst hatten wir mal so ein Vanille-Proteinpuder von Amazon. Das hat auch noch ganz gut geschmeckt. Aber das ist halt das, was ich momentan zu Hause habe und immer benutze. Und ja, da benutze ich immer 30 Gramm Protein. Das hat dann immer so circa 100 Kalorien. Und boah, ich weiß ehrlich gesagt grad gar nicht auswendig, wie viel Eiweiß. 30 Gramm Eiweiß haben 107 Kalorien, 1,6 Gramm Fett. Wo ist hier Eiweiß? 21 Gramm Eiweiß. Ja, das ist immer der Proteinshake, den ich nach dem Training, wobei nach dem Zumba, nach dem Cardio-Tag, trinke ich keinen Proteinshake, aber immer wenn ich Muskeln mache, besonders heute beim Leg Day, muss immer ein Proteincheck sein. Das ist jetzt die erste Kartoffel, die ich esse heute Abend. Ich habe noch ein paar mehr im Ofen, aber ich habe gerade so Hunger, dass ich jetzt schon die esse, bevor die anderen fertig sind. Ich habe auch so lange auf die gewartet, Alter. Das ist halt der Nachteil an Ofenkartoffeln. Habe da noch ein bisschen Sriracha drüber gegeben. Und werde das jetzt einfach so pur essen. Ich habe auch gerade keinen Bock, mir irgendwas anderes zu machen. Ich will jetzt einfach, dass die anderen Kartoffeln fertig werden. Und ja. Endlich sind die Kartoffeln fertig. Das sind jetzt insgesamt 2 Kartoffeln gewesen. Und jetzt habe ich die noch ein bisschen garniert mit Ketchup. Und das ist jetzt mein Abendessen. Das ist jetzt nach 9 Uhr. Und es ist schon wieder so spät, dass ich irgendwie kaum Hunger habe. Aber ich werde das jetzt noch essen. Und werde dann gleich wieder mein Frühstück für morgen vorbereiten. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen wieder Oats esse, Haferflocken esse oder ob ich mir ein Sandwich mache, weil irgendwie hätte ich auch Bock auf Brot. Deswegen mal schauen. Ich werde es euch dann morgen früh wieder zeigen. Das ist jetzt heute mein Frühstück. Das habe ich schon gestern vorbereitet. Einfach 2 Scheiben Toast mit Avocado und ein bisschen Tomate habe ich eingepackt. Ich habe das so einzeln in die Dose gepackt, damit das Brot nicht aufweicht. Das werde ich jetzt mit zur Schule nehmen. Und ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen spät dran. Ich habe ein bisschen zu lange gepennt, aber naja.
Das ist jetzt heute mein Mittagessen. Ich habe mir eine Gemüsepfanne gemacht aus Paprika, Zwiebeln und Pilzen. Habe das ganz gewürzt mit Salz und Pfeffer. Habe da ein bisschen Tofu angebraten. Das ist so ein halber Tofu-Block. Dazu ein bisschen Reis, den ich noch über hatte von vorgestern. Dazu trinke ich wie immer ein Wasser. Und das ist jetzt mein Mittagessen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich Hunger habe. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass endlich das Essen fertig ist, ich jetzt in Ruhe chillen und essen kann. Ich habe auch schon Schule aus, was mega geil ist. Und ja, das ist jetzt heute mein Mittagessen. 80 Gramm Dürüm. Den Rest habe ich so die letzten Wochen immer so abgeknabbert, weil dieser Dürüm so geil schmeckt. Und ja, das ist jetzt 80 Gramm Dürüm als Soße, ein bisschen vegane Mayonnaise. Ich habe ein bisschen Tofu angebraten und esse das Ganze dann mit Tomaten, Mais und Salat. Werde das jetzt einrollen und mir das jetzt schmecken lassen. Zum Abendessen werde ich mir jetzt schon was machen. Ich habe jetzt in einer Stunde Zumba, aber ich will nach dem Zumba nichts mehr essen, weil es dann schon immer so spät ist und ich dann nicht mehr so Appetit habe. Deswegen mache ich mir jetzt mein Abendessen. Und zwar koche ich mir 60 Gramm von diesen Vollkornpenne und mache dann so einen kleinen Auflauf mit dieser Take It Veggie Bio Kochcreme. Da nehme ich halt nur ein bisschen von, weil das ein bisschen fertig ist. Und als Gemüse benutze ich dann Mais und Brokkoli. Und als Käseersatz benutze ich dann Paniermehl, damit es einfach ein bisschen knusprig wird. Und ja, das ist jetzt also zusammen kochen und ich werde euch gleich dann natürlich den fertigen Auflauf zeigen. Das sind jetzt die zwei Aufläufe, die entstanden sind. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht alles aufessen, sondern ein bisschen was für morgen überlassen. Ich habe leider vergessen, das Ganze zu salzen und zu pfeffern. Ja, dumm. Aber ich habe oben ein bisschen Salz und Pfeffer drüber gemacht. Und ich werde das jetzt noch beim Essen dann wahrscheinlich ein bisschen anpassen. Und ja, ich habe das Ganze, wird jetzt trotzdem noch ganz gut schmecken.